Heute würde ich euch gerne eine Story erzählen, die passiert ist vor ein paar Tagen. Und von den türkischen Zuschauern, die ich habe, würde ich gerne wissen, ob das ein Brauch ist oder was es damit überhaupt auf sich hat oder ob das einfach von denen so gemacht wurde. Es soll jetzt keine Kritik oder so sein, mich interessiert das einfach nur wirklich, ob man das so macht. Und davor aber jetzt erstmal die Story. Also ich bin mit der Freundin Richtung einem Park gefahren. Also es war super schönes Wetter, es war Bombenwetter, es war das erste Mal in diesem Jahr so, dass es die Sonne super geschienen hat. Und da sind wir offen mit dem Cabrio Richtung Park gefahren und dann sind wir durch so eine Wohnsiedlung gefahren und plötzlich kam es, dass es zu 3 Schüsse gegeben hat. Das hat pam, 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 so richtig Schüsse. Und ich sitze da im offenen Cabrio und fahre diese Freundin da lang und denke mir so, oh shit, was passiert gerade? Und habe mir erstmal gedacht, wo kommt das her? Ist das in unserer Nähe? Weil es hat sehr nah geklungen. Und diese Schüsse, ich habe vorher schon Schüsse gehört und vor diesem Tag und deswegen wusste ich, okay, das waren Schüsse. Und die ganzen Nachrichten, die man in den letzten Tagen so gehört hat und so, ist auch bei uns in der Gegend, gab es einen Brandanschlag und sowas alles. Und deswegen habe ich gedacht, fahre ich lieber mal ein bisschen vorsichtig und komme so um eine Ecke und es stehen, das war so eine Straße, wo rechts und links Mehrfamilienhäuser waren und Bürgersteig, ein kleiner Bürgersteig und es standen 100, 150 Leute standen an diesem Straßenrand. Wirklich, Massen an Menschen, alle türkisch aussehend, mit türkischen Flaggen auch, deswegen habe ich das so gedacht, okay, es sind wohl Türken in die Richtung, türkischstämmige Leute und mit Schreckschusspistolen, denke ich, haben sie in die Luft geschossen, es sah aus nach einer Hochzeit, alle mit Handys gefilmt und es war ein riesen Spektakel da und auch auf der Straße standen diese ganzen 100 Leute und wir mussten da irgendwie mit dem Cabrio vorbei und sie haben halt mit Schreckschusspistolen, so nehme ich es an, ich glaube nicht, dass das echte Waffen waren. Aber haben sie in die Luft geschossen und es ist so laut gewesen und wenn man das nicht gesehen hat, von der Ferne hat man sich gedacht, okay, was geht da ab, gibt es da eine Schießerei oder so und da war ich erstmal ein bisschen geschockt und da war erstmal so okay, aber war dann glücklich, dass ich dann da vorbeigefahren bin und gesehen habe, okay, es ist eine Hochzeit, alles gut, das war ein Spektakel, die haben rumgetanzt und sowas, alles richtig cool, aber ist das ein Brauch? Also schießt man bei einer türkischen Hochzeit oder macht man das bei euch vielleicht auch, je nachdem welche Zuschauer es gerade sehen, ist es so, dass man in die Luft schießt und bei einer Hochzeit, dass das also dazugehört, das waren meist junge Männer, die diese Waffen in der Hand hatten, also es waren, ich weiß nicht, ist das ein Prollgehabe oder so, wollen wir da jetzt einfach nur so, ey, wir ballern in die Luft, weil das einfach fett ist, ich bin cool und deswegen mache ich das, oder hat das eine Bedeutung, so wie bei uns jetzt zum Beispiel, Silvester, wenn man da irgendwelche Raketen in die Luft schießt, dann will man die alten Geister vertreiben. Will man da vielleicht sagen, okay, man vertreibt jetzt die Geister durch die Pistolenschüsse, damit die in der Ehe jetzt nicht da irgendwie die Ehe dunkel beschatten oder so. Gibt es da irgendwie ein Meaning dahinter? Und da wollte ich einfach mal fragen, das hat mich voll interessiert. Weil das habe ich schon öfter gehört jetzt, bei uns jetzt in der Gegend, so auch so diese Schussarten, so Schreckschusspistole so in die Richtung. Und ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt oder ob das einfach nur, weil die Bock hatten, dass passiert ist, dass sie dann in die Luft geschossen haben. Andere Sache, wie würdet ihr denn gern heiraten? Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ich weiß auch, dass meine Zuschauer sehr jung sind, aber wie würdet ihr denn gerne heiraten? Also jetzt, wo ich so diese Bilder so gesehen habe, nicht Bilder, wo ich diese Sache vor mir gesehen habe, diese riesen Party auf der Straße, das fand ich cool, also dass sie so voll abgegangen sind. Das Schießen fand ich nicht so cool, aber... Aber ich habe mir gedacht, so ja, ich würde am liebsten einfach so eine Riesenparty machen. Ich brauche nicht unbedingt Kirche. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, deswegen, ich bin ja Agnostiker. Ich sage, ich muss nicht unbedingt an Gott glauben. Oder es kann sein, dass es einen Gott gibt, aber warum juckt mich das? Wenn ich nett zu anderen Menschen bin, dann bin ich das, weil ich das möchte. Und nicht, weil ich sage, okay, ich will jetzt 10 Jungfrauen im Himmel haben oder einfach überhaupt in den Himmel kommen. Generell Christentum, Islam, solche Sachen, das ist... Man kann es gerne machen, man kann gerne dran glauben, aber ich denke, das wird sehr viel durch Menschen manipuliert und man kann auch so ein netter Mensch sein und man muss nicht unbedingt die Religion haben. Man kann gerne auch an übernatürliches Wesen glauben, das ist natürlich auch kein Ding, wenn man da irgendwie Stärke drin findet und so, wenn man eine schlechte Zeit hat, ist es super, wenn man sowas hat, woran man glauben kann, aber für mich jetzt nicht, deswegen ist so kirchliche Heirat so in einer großen Kirche, kann man natürlich auch ohne die Kirche an sich machen, aber ich fände so irgendwie in Italien, Toskana, so ein schönes Landhaus oder so holen und da die ganzen Freunde einladen und da dann ein schönes Beisammensein haben, das wäre für mich viel schöner als jetzt, keine Ahnung, so durchgetaktet von der Kirche, Gottesdienst, solche Sachen.
Was findet ihr? Wie seht ihr das? So Hochzeit. Wir sind jetzt aufs Thema Hochzeit gekommen. Ich würde aber eigentlich gerne einfach nur die Frage beantwortet haben, die ich eben gestellt habe von meinen Zuschauern. Und, aber ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr eure Traumhochzeit schon geplant habt vielleicht oder wie ihr euch das vorstellt. Das war's von mir. Ich hoffe, es gibt ein paar Leute, die das wissen und wir sehen uns dann im nächsten Livestream wieder am Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin. Ciao.